Ich bin Susanne und bei DIY für Tiere zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr coole Projekte umsetzen könnt, die hoffentlich euch und das Leben eurer Tiere bereichern können. Hallo zu einer neuen Folge von DIY für Tiere von My Homebook und Petbook. Und heute bauen wir aus einer Europalette ein richtig cooles Hundebett. Keine Sorge, wenn ihr schon ein Hundebett haben solltet, bleibt unbedingt dran, denn wir bauen auch noch ein Tipi. Denn Hunde, wisst ihr, lieben Höhlen über alles. Für das Hundebett braucht ihr eine Europalette, eine Stichsäge, Schleifpapier und einen Schleifklotz, optional Beize und Pinsel und zum Verschönern noch Sprühlack und Buchstabenschablonen. Was ihr zusätzlich noch braucht, ein Akkubohrschrauber und Schrauben. Das Schöne daran, wenn ihr eine Palette benutzt, um ein Hundebett zu bauen, ist, dass ihr das auf die Größe eures Hundes anpassen könnt. Das heißt, habt ihr einen sehr großen Hund, benutzt ihr die komplette Palette. Wir machen das für einen kleinen Hund, deswegen werden wir sie vierteln. Und dafür fange ich jetzt erstmal an, mir sie mit der Stichsäge zuzuschneiden. Und dann ist ja die Oberseite schon mal vorbereitet. Wir drehen das Ganze jetzt und sägen die Unterseite noch mal zurecht. Um das geht's jetzt und dann säge ich mir das hier noch mal ab. Dann drehe ich mir das Ganze noch mal 90 Grad. Ich glaube, wenn wir dann die zwei Teile hier noch abgesägt haben, seht ihr auch besser, worauf das Ganze hier hinausläuft. Und dann haben wir das ganze Stück schon mal gefüttelt. Den Rest räume ich beiseite und das wird jetzt weiterverarbeitet. Und wenn man das jetzt umdreht, erkennt man, glaube ich, schon mal gut die Form, die es später werden soll. Aber wir bauen jetzt hier noch eine Verschalung außenrum. Dafür messe ich mir als erstes die Brettlänge aus, die ich brauche. Und zwar ist das einmal eine Länge von 46 cm. Man muss aber bedenken, dass hier hinten dieser Rahmen noch mit dazu kommt, nur das hintere Holz. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall mit einrechnen. Und das sind ja auch noch mal gut 2 cm. Dann sind wir also eher bei, jetzt sogar schon bei 49 cm. Und bei der hinteren Kante dürft ihr natürlich nicht nur einmal dieses zusätzliche Maß dazugeben, sondern zweimal, denn es kommt ja hier mit dran und auch hier mit dran. Alles ausgemessen habe ich mir und die Maße übertrage ich jetzt auf die Bretter, die ich von der Palette gewonnen habe. Die Bretter habe ich jetzt zugesägt. Wie gesagt, die zwei Seitenteile ein bisschen länger und das hintere Teil genauso breit, wie die Breite der zugesägten Europalette war. An den Stellen, wo die Seitenteile an den Klotz treffen, bohre ich ein paar Löcher vor und dann wird es verschraubt. Ja, ich denke, zwei vorgebohrte Löcher pro Seite und pro Klotz sollten reichen. Vorbohren ist bei Holz eh immer eine gute Idee. Das wiederhole ich jetzt ringsrum und dann sehen wir uns beim Verschrauben wieder. Die Bretter schraube ich jetzt an. Da unbedingt darauf achten, dass die Schrauben auch lang genug sind. Süß ist es geworden. Richtig niedlich. Es ist nämlich manchmal immer nicht so ganz klar und ob das klappt, aber ich finde, das ist ja richtig niedlich geworden. Und dann können wir jetzt zum nächsten Schritt gehen, nämlich das Ganze ein bisschen zu verschönern. Als Beize habe ich mir diese Fertigbeize ausgesucht mit Rustikaleffekt in Mittelbraun. Die fülle ich einfach ab und dann wird das Ganze angestrichen. Das könnt ihr euch zu Hause auch in eine ganz normale Schüssel füllen. Das macht sich einfach besser. Und dann wird das Ganze auch schon verstrichen. Schön gleichmäßig überall. Selbst wenn ihr ein bisschen zu viel Farbe erwischt haben solltet und hier sich Pfützen bilden, müsst ihr auch keine Angst haben. Das wischen wir dann am Ende einfach mit einem Lappen noch weg. Und einfacher lässt sich es auf jeden Fall auftragen, wenn ihr mit der Maserung streicht. Das beiße ich hier noch schnell zu Ende und dann lasse ich das Ganze 24 Stunden trocknen. Und dann können wir es noch mal individualisieren. Da habe ich nämlich auch noch eine richtig coole Idee.
Als letzten Schritt habe ich mir noch so eine Buchstabenfolie besorgt und ihr seht, da steht schon Yumi ausgeschnitten. Für diesen Hund soll es nämlich später sein und diese Buchstaben sprühen wir jetzt mit weißem Lack ein. Und dann fangt ihr einfach vorsichtig an. Wir haben es jetzt hier oben einmal festgeklebt, damit da schon mal nichts verrutschen kann. Unten halte ich jetzt aber eher mit der Hand fest. Und so arbeiten wir uns jetzt Buchstabe für Buchstabe voran. Ihr seht, so einfach ist es, aus einer Europalette ein super cooles und kuscheliges Hundebett für euren Hund zu basteln. Macht das unbedingt mal nach, es ist echt eine richtig süße Idee. Und vielleicht habt ihr ja sogar schon ein schönes Hundebett zu Hause. Dann habe ich auf jeden Fall jetzt eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, das noch zu verschönern. Dafür braucht ihr einfach nur vier Stämme. Wir haben hier diese Birkenstämme und die legt ihr euch dann erstmal so zusammen hin und wickelt dann ums Ende Kordel drumherum. So, dann nehme ich das mal als Unterlage. Naja, ich glaube, das ist perfekt so. Und dann wickel ich das da drumherum. Ich da noch mal ein bisschen weiter unten. Dann verknote ich das hier am Ende noch mal. Dann könnt ihr mit Gefühl unten mit den Beinen versuchen, ein Quadrat zu bilden. Ich muss vorsichtig anfangen. So. Damit steht das schon mal. Und damit das Ganze natürlich ein Tippi wird, müssen wir das Ganze noch mit Stoff verkleiden. Und wir benutzen hierfür ein altes Bettlaken. Das hatte ich noch übrig und glaube ich, wird sich dafür super eignen. Und das könnt ihr dann einfach drumherum wickeln. Und ich werde es jetzt mit Nägeln und einem Hammer befestigen. So. Das mache ich jetzt noch fertig und dann war es das eigentlich schon. Dann könnt ihr das über euer Hundebett stellen. Na klar, das ist jetzt bei uns für einen kleinen Hund konzipiert. Wenn ihr einen größeren habt, dann kauft ihr diese Äste einfach länger. Ich würde sagen, ab 2 Meter plus wird das dann unten, glaube ich, auch für einen großen Hund ein gutes Maß sein. Und so sieht das Tippi jetzt fertig aus. Ich könnte mir noch super vorstellen, dass es total süß wäre, noch eine Lichterkette drumherum zu drapieren. Und ihr seht, so einfach geht's. 4 Stämme, ein bisschen Stoff und ein bisschen Schnur. Und schon habt ihr so eine schöne Höhle für euren Hund gebastelt. Wenn ihr noch mehr Inspiration sucht zu den Themen DIY und Heimwerken, dann schaut euch mal bei myhomebook.de um. Und für noch mehr Inspiration zu Haustieren bei petbook.de. Viel Spaß beim Nachbauen!